Herzlich willkommen zu Minecraft. Ein schönes Spiel. Skelett ist noch draußen, wie man zu sehen ist. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß, ich bin Feigling. Aber was soll ich machen? So. Dass der mein Haut kaputt springt. Oh. Viele Skelette. Ich hasse Regen bei Minecraft. Ist mein Lithium oft langsamer. Und dann brauche ich auch ewig für alles. Und Gegner kommen. Einfach so. Aber man muss auch positiv sehen. Hab eine Kartoffel bekommen. Wobei ich ja zugeben muss, dass Kartoffeln absolut nicht meins ist. Was ist das für ein mieser Wald hier? Das ist unendlich groß und so viel Schafe. Ein Dorf. Yippie-a-yo. Ich liebe nämlich Karotten. Klein aus. Schmiede, oder? Eisenschwert. Und eine Eisenhose. Perfekt. Dann ist ja alles nicht mehr nackt. Hallo. Bücherei wäre auch noch toll. Aber was ist das? Ach so. Das ganze Dorf? Zwei Häuser? Nicht mal ein Feld? Ist überhaupt nicht gelohnt. Na, ich gehe mal zurück, bevor ich mich verlaufe. Ich nehme ein bisschen Sand mit. Kann man immer mal gebrauchen für später, wenn ich jetzt Fenster brauche. Wie gesagt, ich will nicht zu großes Haus bauen, aber ein paar Fensterscheiben brauchst du schon. Immer noch Regen.
Wettergorsch habe ich übrigens sehr runtergeschraubt. Nicht, dass ihr euch wundert, dass das sich so wie gar nicht Regen anhört. Kleines Teichlein. Und auch hier. Keine Karotten. Ist das fertig? Nee. Alter 6. Oh, ihr seid zwei. Esse ich gleich die Karotte. Die Kartoffel. Möchte ich eh nicht anpflanzen. Eisen müsste dann auch fertig sein. Dann haben wir ein paar Eisenspitzhacken haben. Hier kann ich wieder die Erde einbauen. Ich Idiot. So, dann haben wir jetzt 30 Eisen. Stein. Sechsunddreißig Eisen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Machen wir erstmal eine komplette Rüstung. Machen noch ein paar Eisenspitzhacken und dann sind wir glücklich. So, erst die Rüstung. Dran denken, dass wir schöne Hose haben. Helm und noch Schuhe. Spitzhacken machen. Zwei Stück. Rest heben wir uns mal auf für irgendwann schwere Zeiten, falls wir irgendwo am Arsch der Welt sterben. So, die Fäden weg. Spinnenaugenfilz, Zaubertränke später, Zuckerrohr weg, alles, was wir nicht brauchen, blödes Brot weg, Fleischfresser, Sandkanäusmal weg, Knochen weg, dann sind wir gut ausgerüstet. Komplett Eisen, ein Eisenschwert, also läuft bei uns. Wassereimer ausrüsten für die nächste irgendwie Unterwelt-Expedition. Falls irgendwo Lava ist, ist das immer ganz hilfreich. Und dann haben wir das größte Dorf der Welt heute gefunden. Und das sollte es dann erstmal gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.